Triss? Nun? 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 Ach, mit dir können wir gar nicht quatschen. Aber mit ihm vielleicht. Ja, Geralt. Oh, natürlich. Geht es Margarita besser? Ich konnte die Geweberegeneration beschleunigen. Sie fühlt sich viel besser. Wir sollten Eredin so schnell wie möglich herbringen. Sonst steht zu befürchten, dass deine Zauberinnen sich noch zerstreiten. Wie es aussieht, wird Ciri deine Hilfe bald nicht mehr brauchen. Und deine auch nicht. Stimmt. Sie wird tun, was sie will. Und ich unterstütze sie. Was ist mit dir? Bist du bereit, sie ihr eigenes Leben leben zu lassen? Ich werde sie zu nichts zwingen, wenn das deine Frage ist. Da bin ich immer gespannt. Nette Welt, die ihr in Elida habt. Man könnte sich glatt in sie verlieben. Sag mir, wie macht ihr das? Ihr sitzt da und spielt Flöte, malt brünftige Einhörner in prachtvollen Landschaften, baut reich verzierte Türme und dann bringt ihr uns um, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne Schuldgefühl. Wie? Fühlt ihr Menschen euch schuldig, wenn ihr Enceide tötet? Oder Zwerge? Oder Dryaden? Wir sind gleich, weil wir gleichermaßen fest an die Unterlegenheit anderer glauben. Ja, bei Zwergen finde ich das jetzt nicht so schlimm. Erzähl mir mehr über Karantir. Kennst du ihn gut? Ihn kennen? Ich habe ihn gezüchtet. Du meinst wohl aufgezogen? Nein, Geralt. Ich habe ihn lange vor seiner Geburt geformt. Viele Jahrhunderte habe ich fähige Elfenpaare zusammengeführt, die Zeit und Raum beeinflussen konnten. Er ist das Ergebnis dieser Mühen. Karantir, das goldene Kind. Das goldene Kind, das zu einem Verbrecher wurde. Hm. Du hast Ciri eingesperrt, als du sie zum ersten Mal getroffen hast. Jetzt beschützt du sie und bekämpfst deinesgleichen. Ziemliche Kehrtwende. Erstens habe ich sie nicht eingesperrt. Sie hat mich gefunden. Es war ihr Schicksal. Ja, natürlich. Und zweitens, warum hilfst du ihr? Weil sie eine Gefahr ist. Eine tödliche. Du siehst in ihr einen Menschen, einen Schützling, sogar eine Tochter. Ich sehe in ihr das ältere Blut. Eine Kraft, die die Welt zerstören kann, die unter keinen Umständen in Eredins machtgierige Hände fallen darf. Unsere Motive sind verschieden, ja. Und doch verfolgen wir dasselbe Ziel. Es wäre gut, wenn du mir vertraust. Oder es zumindest versuchst. Ja, mal gucken. Leb wohl. So Hammer finde ich dich jetzt dann doch nicht. So, haben wir noch jemanden auf dem Schiff? Schiff? Matrosen da oben noch? Warum gibt's nie genug Rum? Zu Rum und Abendbrot sag ich nie nein. Matrosen? Du kommst mir bekannt vor. Hab ich die schon mal verklappt? Nö, ich glaube, das war's. Einen guten Seemann. Gehen wir mal zu Crack. Priesterinnen sind furchtbar sauer auf dich. Crack, 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 crack. Mr. Crack. Druide, Crack, da ist er. Wolf, hast du gesehen? Die schwarzen Hunde in ihren mickrigen Schüsseln. Sie kläffen und hoffen, dass wir uns fürchten. Ich hab sie gesehen. Wo ist Moissac? Bei Lugus. Dem ist ein Ankret auf dem Thron ein Stachel im Arsch. Erst recht jetzt, wo er die Schwarzen gesehen hat. Der Druide redet ein Wörtchen mit diesem zurückgebliebenen Tropf. Ich werde Moissac aufsuchen. Muss mit ihm reden. Geh. Und wenn du diesen Sausack Lugos siehst, dann sag ihm... Ah, besser nicht. Der Druide macht das schon. Leb wohl. Ja, sag ich ihm. Ist gar kein Problem. Ist kein Problem. Sag ich ihm Bescheid. Das machen wir. So, Mäuse. Oh Gott, ist der weit. Warte mal, da muss ich am besten Schnellreise machen, oder? Wo ist der denn? Da unten. Ja, gut. Da werden wir jetzt bestimmt nicht hinlaufen. Hey, voll. Aber ich ziehe meine gute alte Arme. Hast du ihm den Kopf abgeschlagen? Zu welchem Schnellreisepunkt? Warte mal. Jo, haben wir. Oh, feels like heaven. Licht.
So. Let's go. So. Mäuse! Das wollte ich schon immer wissen. Ich komm! Was macht ihr Hexer, wenn keine Basilisken walten? Du alter Mäusesack! Wer gefallen den Herren Bran ihrem Sohn? Immer wieder lustig, der Name. Teach, Alter, schlaf gut! Gute Nacht und ein schönes Wochenende wünsche ich dir. Was will Krach denn noch? Ich knie nicht vor einem Ankret nieder, niemals! Ist das klar? Du hilfst lieber den Schwarzen? Pfah! Eher würde ich den verdammten Erscheinungen von Murhoch helfen, als Krach die Skellige regieren zu lassen. Und deine Männer, was sagen die? Folgen sie dir, wenn die Jarls dich einen Verräter nennen? Das hier ist mein Land, Druide. Hüte deine Zunge. Wie nennst du es denn, wenn nicht Verrat? Ist das dein Gebell, bevor du beißt? Sollt ihr Krach meinen Kopf bringen? Nur zu, versucht doch ihn zu kriegen! Auf sie! Mund halten und kämpfen. Wir sollten hier nicht bleiben. Mikrofon gemutet, ne? Lul. Man sollte es auch wieder entmuten. Kappa. Das war jetzt nicht so schlau. Aber ich hab nicht viel gesagt. So Sachen wie, lass den alten Mann in Ruhe. Schlechte und keine Idee. Ahnung. Kennt er ja. Guck mal, ich box dich sogar tot. Ich muss. Nicht gut. Geralt? Schild, ich bin cool. Ey, das hat nicht geklappt. Das klappt nicht, wenn du hier auf dem Hügel stehst. Komm mal hier hoch. Ich gehe hinter ihn, warte. Wow, den interessiert das Schild überhaupt nicht. Was? Der Marcel, Dankeschön für 10 Monate. Vielen, vielen Dank. Das hat ihn gerade überhaupt nicht. Das hat ihn überhaupt nicht gestört, gerade das Schild. Warum nimmst du nicht die Hotkeys für die Zeichen? Ach du, ich habe mich jetzt so an das Rad-Dings gewöhnt. Oh, wie schön das hier aussieht. Ich habe mich jetzt so an das Rad gewöhnt, ganz ehrlich. Pff, scheiß drauf. Hast du den Tweet von BioWare schon gesehen? Nee, was haben die denn getweetet? Was haben die gesagt? Ausrad lassen sich. Ach, da oben. Okay. Ja gut, aber im Kampf ist es ganz cool, wenn das kurz unterbricht, weißt du? Oh, Mass Effect Remastered. Oh, das wäre richtig nice. Aber wie gesagt, im Kampf ist halt ganz nice, wenn das kurz Pause macht, weißt du? Aber mit dem Mausrad ist nicht schlecht. Nun, Geralt, ich sehe, dass kein Streit in Skellige ohne dich auskommt. Gemein und unwahr, Mäusack. Mir scheint, ich habe sogar einige verpasst. Krachs Abkömmling sitzt auf dem Thron. Und das ist dein Werk. Ich fürchte, du hast einen kleinen Bürgerkrieg losgetreten. Seit Ewigkeiten hatten die Skelliger im Kampf um die Krone ihr Blut vergossen. Das war dort so üblich und nur eine Frage des Ausmaßes.
Doch das blutige Bankett auf Kaer Trolde war anders. Es war unehrenhaft und verräterisch und musste aufgeklärt werden. Einmal mehr Hexerarbeit. Arbeit, die in der Krönung der neuen Königin von Skellige gipfelte. Der Clan Drummond wird wohl früher angreifen als erwartet. Hat Krach dich nicht geschickt, um eine Einigung mit Lugos zu erzielen? Einigung? Nur Krach hat geglaubt, dass die jetzt noch möglich wäre. Dann habe ich dir die Tour nicht vermasselt? Diesmal nicht. Lugos Tod wird einiges ändern. Sein Vetter, der jetzt Jarl wird, ist ein schwacher Anführer und dumm dazu. Dieser Krieg beginnt bald. Und noch schneller wird er vorbei sein. Aber warum bist du nach Skellige zurückgekehrt? Kommt Ceres einigermaßen zurecht? Die hätte das Zeug zu einer exzellenten Königin, wenn sie nur aus dem Schatten ihres Vaters treten würde. Jeder außer Lugos hat ihr Unterstützung zugesagt. Aber sobald die kaiserliche Flotte am Horizont erschien, hat der Jarl die Dinge selbst in die Hand genommen. Und Hjalmar? Der Knabe hat dreimal die kaiserliche Flotte überfallen. Dreimal gegen Krachs Willen, dreimal ging's schief. Und er findet trotzdem Freiwillige für das nächste Mal. Ja, das ist Hjalmar. Hjalmar. Hör zu, Moisak. Weißt du etwas über den Sonnenstein? Der Legende nach ist er irgendwo auf Skellige. Erst die Maske von Ouroboros, jetzt der Sonnenstein. Die Monster können aufatmen, da du Schatzsucher geworden bist. Die Enseide-Elfen haben mich noch nie interessiert. Aber dieser Skalde Eivind, der könnte dir helfen. Hat mir mal was von unzugänglichen Höhlen oder Ruinen oder so erzählt. Wo finde ich ihn? Heute? Zweifellos in Arimjon. Du könntest auch die Perlentaucher Erling und Matthias Fischlung fragen. Die jagen derzeit am Ostende der Bucht. Fischlung. Lul. Fischlung? Interessant. So nennt man ihn. Kann stundenlang am Stück tauchen. Niemand weiß, wie er das macht. Aber ich habe einen Verdacht. Du magst ihn nicht besonders? Nichts Persönliches. Ich konnte schon seinen Vater und seinen Großvater nicht leiden. Danke für deine Hilfe. Man kann sich unterhalten. Eins noch, Geralt. Die Vorfahren von Matthias und Erling hätten diese Ruinen schon vor Zeiten geplündert, wenn sie nicht durch irgendeine magische Barriere geschützt wären. Nimm eine Zauberin mit. Zweifellos hast du mindestens eine dabei. Sogar eine ganze Sammlung. Ja, mögen die Götter sich unser erbarmen. Hey, hast du was gegen die Zauberin oder was? Hi. Zauberin sind super. Aber kannst du auch eine Axt führen? Okay. Trin, dankeschön für 12,18 Euro. Dankeschön fürs Rundmachen. Vielen Dank. Und für die Schnapszahl müssen wir jetzt eigentlich einen saufen. Eigentlich müssen wir jetzt einen saufen. Okay, wir sollen mit Barden Evian sprechen und wir sollen den Perlentaucher finden. Ja, das liegt auf dem Weg. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Das ist, glaube ich, mit dem Baden sprechen. Der sollte sich mal baden gehen. Können doch eben schnell hinreiten. Komm. Wir genießen mal ein bisschen Skellige. Ich weiß gar nicht, wo. Hearts of Stone? Wo spielt das eigentlich? Spielt das dann im Anfangsgebiet oder wo war das? Oder war das Novigrad? Weiß ich gerade gar nicht. Novigrad, ne? Ja, okay. Und Blood and Wine? Blood and Wine war eine eigene Dings, ne? Hatte eine eigene Map. Neue Karte. Heilige Maria. Das ist echt krass. Haben wir noch Fragezeichen eigentlich auf dem Weg? Toussaint heißt das. Oh, schön. Freue ich mich schon drauf. Fox, schön, dass du wieder da bist. Neue Map ist halt krass, ne? Als ob es auf den anderen Maps nicht schon genug zu erleben gibt, ne? Das ist schon krass.
Das ist krass. Oh, fährt er keine Ausdauer mehr? Frech. Hätte mal tanken gehen müssen. So. Blood and Wine ist quasi ein ganz neues Spiel. Okay. Macht mir ein bisschen Angst. Macht mir ein bisschen Angst, aber ich freue mich. Ich freue mich. Aber erstmal die Story hier zu Ende bringen. Samidas, vielen, vielen Dank für 6 Monate. Dankeschön. Oh, es ist toll hier, guck mal. Sieht so schön aus. Weiter so, Plätze. So, da ist der Barde. Halt! Ey, die Kisten! Hallo! Der Loot! Jetzt nicht! Doch! Genau jetzt. Suchst du nach Nilfgaards Flotte? Flotte? Ach ja, da war was. Nein, ich habe Wichtigeres zu tun. Nach meinen Berechnungen ist es heute soweit. Gevorg, der legendäre Weiße Wal, durchzieht die Gewässer der Skellige. Darauf warte ich schon mein ganzes Leben. Was ist denn das für ein Wal? Er soll erscheinen, wenn Geister aus dem Himmel in die Wellen fahren. Wenn die Schlange den Zorn des Ozeans weckt und ein Eismonster eine Insel verschlingt. Ich werde der erste Barde sein, der eine Ballade über ihn komponiert. Die Legenden erwähnen aber keinen Fluch der schwarzen Sonne, oder? Schwarze Sonne? Was meinst du denn damit? Schon gut. Halten wir gemeinsam nach Gevorg Ausschau. Und du erzählst mir, was du über Elfenruinen auf Skellige weißt. Ja, ich höre. Ich habe mal von einer Höhle gehört, die niemand betreten kann. Das ist doch gut so. Sonst wäre sie längst geplündert, wie all die anderen. Hey, Wind. Was? Ich wollte dir versichern, dass ich mich in der Höhle nur umsehe. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Recherche. Nachforschungen? Ich schreibe eine geschichtliche Abhandlung über die Enseide. Unter Anleitung von Moissac. Moissac? Der hat sich noch nie um die Bergelfen geschert. Du bist Durchschaut-Verschwörer. Und wenn du mich in Stücke reißt, von mir erfährst du nichts über die Höhle. Oh. Scheiße. Ich hasse Entscheidungen auf Zeit. Ich hasse das so sehr, weil ich immer erstmal lesen muss. So schnell bin ich gar nicht. So schnell kann ich gar nicht lesen. Wie, ach Mann, ey. Bart Majora, dankeschön für 2 Euro. Du siehst mega aus wie Kevin Owens, bist du sein Bruder? Nee, bin ich nicht. Aber danke für das. Ja, ist es ein Kompliment? Doch, kann man so sehen, oder? Dankeschön. Und Mad Max, dankeschön für deinen Prime-Sub. Vielen, vielen Dank, herzlich willkommen. Ja, das ärgert mich jetzt. Wie gesagt, in der Zeit, wo ich noch beschäftigt war mit Lesen, musst du dich ja schon entschieden haben, ey. Das ist hart. Naja, egal. Ich würde sagen, wie kommen wir denn jetzt? Wir müssen hier unten zu den Schiffen irgendwie. Schiffe. Wir müssen zu den Schiffen. Aber erstmal, nein. Nehmen wir uns den Scheiß hier mit. Ist da noch irgendwas hier? Nee. Hat er nicht. Ich wusste schon, wie ich mich entscheide, bevor ich Witcher überhaupt gespielt habe. Ja, das ist krass. Beneidenswert. Pass bloß auf, Fremder. Aber nicht hier, warte mal, wir haben noch ein Pferd, oder? Was für ein Schwert? Dankeschön. Okay, Pferd macht gerade Pause. Ich sehe schon. Pferd will gerade nicht. Plötzlich steht im Stau. Ja, wahrscheinlich. Huch. Hallo. Achso, warte. Ich kann die Cam wieder an. So.
So, wir steigen jetzt mal auf das Bötchen. Ich glaube, wenn wir im Boot sind, oder auf dem Boot, wahrscheinlich müssen wir im Boot sitzen. Können wir uns doch porten, oder? Nee, können wir uns nicht. Bullshit. Das war, wenn du an einem Hafen oder so bist, ne? Dann müssen wir mit dem Boot fahren, ne? Hast du im Parkverbot geparkt? Ja, wahrscheinlich. Kacke. Okay, auf die da oben habe ich jetzt gerade keine Lust. Ich hoffe, die kommen nicht. Naja, sie kommen. Aber wir sind schneller. Weil der Wind heult. Bioshock 427, danke schon für 2 Monate. Oh, Bioshock. Schön. Ich liebe Bioshock. So, da sollen wir hin. Der Perlentaucher. Das muss das Boot der Perlentaucher sein. Okay. Haben wir den hier und dann wahrscheinlich runter da, wa? Oh, erstmal looten gehen, würde ich sagen. Wir können die Kiste nicht aufmachen? Jetzt bin ich aber traurig. Dachte, wir können da jetzt fett absahnen, weißt du? Ob wir das schaffen mit dem Sauerstoff, weiß ich aber nicht. Speicher mal. Warum habe ich dann einen Mauszeiger? Warum? Warum? Schau, Erling. Ich sagte doch, wir haben noch nicht Feierabend. Den hier mussten wir nicht mal rausfischen. Bist du blöd? Siehst du nicht, dass das ein Hexer ist? Was macht ein Hexer hier? Weiß ich nicht. Es gibt wohl keine Perlen mehr? Das geht dich nichts an. Wir nehmen, was das Meer hergibt. Sehr freiwillig sieht das nicht aus. Stimmt. Ich könnte ein besseres Messer gebrauchen. Ein paar Stunden und schon sind ihre Finger geschwollen. Habt ihr wenigstens vor, den Familien die Leichen zu geben? Wenn ihr fertig seid, meine ich? Das stimmt. Mutanten haben überhaupt kein Taktgefühl. Schau sie dir an. Glaubst du, ihre lieben Muttis und Frauchen wollen sie in diesem Zustand sehen? Das Meer wird sie begraben. Und Schluss ist. Ihr riskiert viel. Warum? Soll das eine Drohung sein? Ich bin nicht euer Problem, sondern die Monster, die ich gehört habe. Müssen das Blut gerochen haben. Ich höre nichts. Gewöhnliche Leute hören sowas nie, bis es zu spät ist. Verschwinden wir besser, Matthias. Matthias? Hört mal. Angeblich wisst ihr was über Elfenruinen auf Skellige. Sagt wer? Moissac. Du sagst ihm doch nicht, was du heute gesehen hast, oder? Matthias! Elfenruinen, sagst du. Was willst du wissen? Ein Druide hat eine Höhle erwähnt, die ihr nie betreten konntet. Wo ist die? Östlich von Caer Trolde. In einer Bucht, in die man nur von See reinkommt. Wir können sonst nichts für dich tun. Wenn du fertig bist, wir wollen wieder nach oben. Ich bin fertig. Und gute Idee. Matthias! Bucci oder Butchi oder Butchi, Bucci, ich weiß nicht. Dankeschön für deine 13 Monate auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Oh. We have Wizard-Hos. Komm schon, komm näher. Hallo. Oh, da ist ja noch einer. Moin. So, ich würde dann gerne kurz speichern.
Aber kurz speichern. Ja, dann lade ich halt direkt. So. Guck, ob dann der König der wilden Jagd blöde Bug weg ist. Einem riesigen Langschiff namens Nagelfahr zwischen den Welten. Auf Geheiß von Gels machte der Hexer sich auf die Suche nach dem Sonnenstein, einem Artefakt, mit dem Eredin in eine Falle gelockt werden sollte. Willst du dich mal zum Funk gehen und ihm sagen, wie kacke er einen PC zusammenbauen kann? Das machen wir gleich, wenn ich euch... Ich hoste euch dann rüber zum Funk und dann sagt ihr ihm das. Beziehungsweise ihr braucht ihm das nicht sagen, der weiß das wahrscheinlich selbst. Das wird er selbst wissen. So. Ah, Mauszeiger ist weg. Gott sei Dank. So, machen wir die Cam an. Okay, haben wir hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Irgendwas, was wir looten können? Ja, aber das Zeug, aber das ist ja nix. Hier ist sonst, bis auf das hier wieder, glaube ich auch nix. Nö. Nö, nö. Oder? Was war das hier hinten? Nix. Okay, gut. Gut. War auch nichts. Ja, doch, hier sind ein paar Kisten. Schnaps. Saphirstaub. Wasserflasche. Und ein altes, schmackhaftes Ziegenfell. Mmh. Lecker. So. Alles hier. Ich finde es immer noch schade, dass wir da vorne die Kiste nicht looten konnten. Ich hätte die Kiste gerne gelootet. So, wir sollen jetzt mit Yennefer, mit der guten alten Yennefer reden. Ich weiß gar nicht, haben wir dann denn hier? Doch, 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 klar, da ist doch ein Hafen gewesen. Da ist doch ein Hafen gewesen. Hier. Bäh. Oh, Tobi cheatet schon wieder. Jennewehr. Jennewehr, ich komme. Das klingt falsch. Das klang jetzt nicht so, wie es hätte klingen sollen. Moin. Wohin des Weges? Ciri sagt, dass wir einen Ort auf Skellige untersuchen müssen. Avalach verheimlicht uns eindeutig was. Aha. Als wir zusammen auf den Inseln waren, hat Avalach ein Labor erwähnt. Einmal wollte er hinteleportieren, um etwas zu holen. Und er hat sich geweigert, mich mitzunehmen. Das war alles sehr seltsam. Ausreichend verdächtig, meinst du nicht? Oh, was mache ich denn da jetzt? Weiß nicht, ob wir dem trauen können. Können wir Avalach trauen? Ich bin da... Wir haben halt damals gesagt, dass wir ihm vertrauen, ne? Und was habt ihr vor? Einfach reinschleichen und rumstöbern? Genau. Kommst du mit? Na, gut. Wohin denn? Auf eine kleine Insel zwischen Undvik und Spikerok. Liegt nicht gerade auf dem Weg. Ich habe gerade herausgefunden, dass der Sonnenstein auf Artskellig ist. In einer Höhle an der Küste, an die man nur vom Meer aus rankommt. Und zum Betreten der Höhle braucht man echte Magie. Geht und findet dieses Labor. Ich erkunde Artskellig. Du kannst später zu mir stoßen. Dein Augenlicht wurde gerade erst wieder hergestellt und magisch simuliert. Sagtest du nicht, du bräuchtest eine Zeit der Eingewöhnung? Aha. Sagte ich das? Guck mal, was ich kann. Ich hatte vergessen, was für eine Schreckschraube sie sein kann. Komm, Ciri.
Wir warten dort auf dich.